Auch heute fuhren die Österreicherinnen der Konkurrenz am Berg ihres Chefs auf und davon. Schröcksnadel scharte die erfolgreichen Girls um sich. Die einzige Frage an diesem Wochenende, welche Österreicherin ist noch ein wenig schneller als die anderen? Brigitte Obermoser eröffnete den Reigen der Favoritinnen. Am Freitag hatte sie als Sechste ihr bestes Super-G-Ergebnis dieser Saison erzielt. War endlich wieder so gefahren, wie sie sich das den ganzen Winter vorgestellt hatte. Und heute gab sie der Konkurrenz, allen voran den Teamkolleginnen, eine hohe Limite vor. Alexandra Meisnitzer war die Nächste im Österreicherinnenbunde. Oben noch die beste Zwischenzeit, aber wie alle anderen verlor sie, je näher das Ziel kam, desto mehr Zeit. Es reichte nicht. Obermoser hatte ein erstes Mal Glück gehabt. Doch nun kam Markenkollegin und Abfahrtsiegerin Michaela Dorfmeister. Bei der unteren Zwischenzeit schon leicht zurück und dann geriet sie beim Johannessprung leicht in Rücklage. Dorfmeister fiel hinter Obermoser und Meisnitzer zurück. Der gleiche Sprung wurde auch Renate Götschl zum Verhängnis. Sie hatte zuvor aber viel Reserve auf Obermoser herausgefahren. Das wird eng, vielleicht reicht's trotzdem. Nein, auch Götschl vergab den Sieg im unteren Teil. Die Siegerin des Super-Gs vom Freitag, heute geschlagen. Obermoser hielt sämtlichen Angriffen aus dem eigenen Team stand, doch da war noch Carole Montier. Als eine der einzigen machte die Französin im unteren Streckenteil Zeit gut. Die Leaderin im Super-G-Weltcup am Aufholen. Doch zur Bestzeit reichte es auch ihr nicht. Platz 2 für Montier zwischen Obermoser und Götschl. Brigitte Obermoser feierte ihren dritten Weltcupsieg, den ersten im Super-G. Vor Carole Montier, die als Zweite wie schon am Freitag einen dreifachen Österreicherinnen-Sieg verhinderte. Vier Österreicherinnen in den ersten sechs, Ceccarelli zeitgleich mit Meisnitzer Vierte, aber vor allem eben Montier wieder Spielverderberin am Schröcksnadelberg. Auch wenn sie Obermoser den Heimsieg überlassen musste.